Die Pleite gegen den WM-Siebten war höchste Niederlage einer DSV-Mannschaft seit der Länderspielpremiere im Jahre 1984. Erst im Schlussviertel trafen Carmen Gelse, Belén Fosseberg und Sophia Eggert für deutsche Auswahl, im Hinblick auf Olympischen Spiele 2024 im kompletten Neuaufbau Stecken. Am Freitag folgt bei dem Fünferturnier ein Doppelauftritt gegen Europameister Ungarn, 10,00 Uhr Metz, und den internationalen Underdog Israel, 18 Uhr, ehe es am Sonnabend zum Abschluss gegen den Olympia-Zweiten Italien geht, 19 Uhr.